So, in diesem Video soll es einmal darum gehen, diesen Satz, den wir in dem vorherigen Video hatten, zu beweisen. Ja, in diesem Satz hatten wir ja gesagt, okay, wenn wir eine schicke Funktion haben, f, und die ist definiert auf einem Intervall und sie ist stetig und sie ist sogar streng monoton steigend, dann gibt es die schicke Umkehrfunktion, die dann auch stetig und streng monoton steigend ist. Ja, das ist also wunderbar. Dieser Satz ist also, gibt uns sehr viele Informationen über die Umkehrfunktion. Und natürlich gilt das auch für die Variante, wo die Funktion streng monoton fallend ist. Okay, aber jetzt müssen wir die harte Arbeit machen, nämlich diesen Beweis mal finden und aufzuschreiben. Ne? Das ist jetzt die Arbeit, die wir machen müssen. Ja, und natürlich, das haben Sie schon direkt vermutet, ich beweise nur den Fall, ja, dass f streng monoton steigend ist. Weil der andere Fall streng monoton fallend, ja, der ist total analog. So, also wir nehmen an, f ist streng monoton steigend. So, dann haben wir drei Dinge zu zeigen. Wir müssen einmal zeigen, erstmal, dass die Umkehrfunktion tatsächlich existiert. Dann müssen wir zeigen, dass diese Umkehrfunktion dann sogar auch streng monoton steigend ist. Und letztendlich werden wir dann zeigen, dass die Umkehrfunktion dann auch stetig ist. Ja, das sind also drei Aspekte und wir fangen mal an mit der Existenz von f hoch minus 1. Ja. Also, wir haben ja gegeben, dass f eine Funktion ist von i nach r. I ist ein Intervall. Ja, und wenn wir jetzt präziser sein wollen, dann müssten wir eigentlich schreiben, dass natürlich f tatsächlich gar nicht nach i geht, sondern von i nach f von i. F von i ist ja die Bildmenge von f und von i unter der Funktion f. Ja? So, und wir haben auch aufgeschrieben, dass die Umkehrfunktion eben halt tatsächlich eine Funktion ist von f von i nach i. Ja? So, das heißt, an der Stelle waren wir so ein bisschen bei der Formulierung des Satzes so ein bisschen schlurig, dass dieses nach R war in dem Sinne ein bisschen schlurig und schlampig. Nun gut, okay, also fangen wir erstmal an. F ist injektiv. Ja, weil streng monoton steigend. Ja, das sollte ich eben klar sein. Habe ich eine streng monoton steigende Funktion, ja, dann ist auf jeden Fall Injektivität gegeben. So, was ist los mit Surjektivität? F ist surjektiv. Ja, warum ist das der Fall? Erstmal, hier habe ich aufgeschrieben, oh, guck, das ist erstmal, das ist die Bildmenge. Ja, dementsprechend werden natürlich alle Punkte aus f von i getroffen, das ist ja klar. Ja, und wir wissen sogar, dass f von i ein Intervall ist. Ja, und das folgt aus dem Zwischenwertsatz. Ja, wenn ich zwei Punkte aus f von i habe, ja, dann folgt aus dem Zwischenwertsatz, weil f ja stetig ist, dass alle Punkte dazwischen auch getroffen werden. Also ich weiß sogar, f von i ist ein Intervall und f ist surjektiv, weil ich mir jetzt hier diese Bildmenge sozusagen umgebaut habe. Ja, die Zielmenge ist umgebaut, ist einfach f von i. Dadurch wird diese Funktion automatisch surjektiv. Ja, aber die extra Information, die ich hier noch reinstecke und die ich aus dem Zwischenwertsatz hole, ist, diese Bildmenge f von i ist wiederum ein Intervall. Ja? So, also das heißt, damit ist f quasi per Konstruktion sofort auch bijektiv. Ja, und was wir dann außerdem haben, ist halt, also f hoch minus 1 arbeitet auf einem von, also f von i, und auch das ist ein Intervall nach i. So, das ist das eine. Das heißt, ich habe jetzt die Existenz von f hoch minus 1 aus der strengen Monotonie sozusagen mir erarbeitet. Okay, jetzt muss ich mal, jetzt kommt die nächste Behauptung, nämlich f hoch minus 1 ist streng monoton steigend. Das beweise ich jetzt. Ja, wieso ist f hoch minus 1 streng monoton steigend? Also, was muss ich mir dazu angucken? Ja, betrachte
Y1 und Y2 aus f von i. Ja, und zu zeigen ist, ja, zu zeigen ist, wenn Y1 echt kleiner Y2 ist, dann folgt daraus auch, dass f hoch minus 1 von Y1 echt kleiner f hoch minus 1 von Y2 ist. Das muss ich beweisen. So, wie gehe ich da vor? Also, Y1 echt kleiner Y2. Jetzt sind das ja Werte aus f von i. Das heißt, ich finde x1 und x2 so, dass f von x1 gerade y1 ist und f von x2 ist gerade y2. Die muss ich finden, weil sie sonst diese y1 und y2 nicht in f von i wären. Ja, und diese beiden x1 und x2, die finde ich. Das ist klar, per Definition. Jetzt weiß ich aber, okay, f von x1 ist echt kleiner f von x2. So, was weiß ich denn daraus, dann über x1 und x2? Daraus, dann weiß ich ja sofort, x1, ja, x1 ist dann also sofort echt kleiner x2. Wäre das nicht so, ja, wäre also x1 größer gleich x2, ja, dann wäre f nicht streng monoton steigend, ja, weil f also streng monoton steigend ist. Ja, weiß ich, dass das so sein muss. So, jetzt kann ich mir überlegen, was ist denn x1? Ja, das ist aber doch nichts anderes als, ne, man muss sich diese Gleichungen angucken, das ist nichts anderes als, ach, ich schreibe es dahin, f hoch minus 1 von y1 und x2 ist nichts anderes als f hoch minus 1 von y2. Und jetzt steht das da, was ich haben wollte. Ja, ich habe angefangen mit dieser Aussage, y1 ist echt kleiner y2. Ja, und habe jetzt rausbekommen, dass f hoch minus 1 von y1 echt kleiner f hoch minus 1 von y2 sein muss. So, und damit ist die strenge Monotonie gezeigt. Ja, also daraus folgt, f hoch minus 1 ist streng monoton steigend. Ja, das ist schön. Bleibt ja nur noch die letzte Aussage, die wir beweisen müssen. F hoch minus 1 ist stetig. Und zwar auf ganz f von i. So, das muss ich noch beweisen. Okay, mache ich das. Ja, also. Ja, was mache ich? Wir zeigen, ja, sei also y aus f von i. Ich hole mal ein Bild und dann sehen wir mal weiter. Wir nehmen mal das Bild von da oben und dann können wir das vielleicht ein bisschen besser darstellen. So. Ich habe mir also ein y aus f von i gewählt. Ja, dieses y liegt hier. Das ist mein y. Ja, und jetzt muss ich also zeigen, dass die Funktion, diese Umkehrfunktion, an dieser Stelle stetig ist. Ja, okay. So, wir setzen x genau das. Das x, sodass das eben halt f hoch minus 1 von y ist. Ja, das ist also mein x-Wert. Das hier steht x0, okay, das ist jetzt hier aus dem anderen Bild halt, das ist also mein x. Ja, so dieses x betrachte ich, jetzt weiß ich das ja, dass das x hier existiert. So, und wir wissen, dass es x in i ist. Klar. So, jetzt machen wir eine Fallunterscheidung. Ja, wenn x aus i innerer Punkt ist, i könnte ja auch einen Randpunkt haben, ne? Also wenn das ein innerer Punkt ist, ja, dann finde ich ja, dann existiert
ein R echt größer 0, sodass dieser Wall um x0 herum, um x herum, nämlich x minus R und x plus R, dieses offene Intervall, komplett in I ist. Teilmenge von I. Ja, das heißt, hier habe ich mein x, hier habe ich ja ein x und jetzt habe ich hier vielleicht mein R. So, das ist ein ziemlich großes R, aber das ist ja jetzt hier R. Und ich weiß, wunderbar, da ist die Funktion drumherum definiert. Wenn das ein innerer Punkt ist, finde ich immer so ein R. So, für den Nachweis der Stetigkeit muss man jetzt ja wieder entweder so eine Folge angucken oder eben halt über die Epsilon-Delta-Definition gehen. Ne? Also ich gehe hier an dieser Stelle mal über diese Epsilon-Delta-Variante und wähle mir also sei Epsilon größer 0 beliebig. Irgendein Epsilon. Ja, was ich jetzt machen muss, ich muss so ein Delta finden, sodass die Eigenschaft aus der Epsilon-Delta-Definition erfüllt ist. Ja, ich muss also ein Delta mir konstruieren, sodass das in diesem Fenster bleibt. Man kennt das. So, also das ist also mein Epsilon. Das ist quasi das Epsilon, was ich mir wähle. Hier ist vielleicht mein Epsilon. Das ist also die Fensterhöhe. Da will ich hin. Und ich muss ein Delta finden, sodass wir immer schön in diesem Fenster bleiben. Ja, und links reingehen, rechts rausgehen. Hier für dieses Beispiel sehen Sie, das Delta muss schon ziemlich klein sein. Ja, also das hier ist dann quasi mein Epsilon. So, dieses Epsilon wähle ich mal beliebig. Ja, und jetzt, was muss ich tun? So, dann setzen wir Epsilon Strich als das Minimum von Epsilon und R. So, das ist dieses Epsilon Strich, ist eine reine Technikalität, die man eben wirklich an dieser Stelle machen muss. Man muss einfach sagen, pass auf, ich nehme halt, eigentlich ist Epsilon Strich dasselbe wie Epsilon. Nur kann es sein, dass dieses R so völlig klein ist, dass es sogar echt kleiner ist als das Epsilon. Ja, und dass man dann sozusagen aus der Definitionsmenge rausfällt. Das will man natürlich vermeiden. Ja, deswegen sagt man, pass auf, nimm mal die Zahl, die kleiner von den beiden ist. Ja, was man einfach nur garantieren möchte, ist, okay, um dieses x herum sind wir erstmal definiert. Ja, und zwar auf diesem Intervall mit dem Epsilon-Strich. Ja, und es ist sogar kleiner Epsilon. Ja, also das ist das, was wir erreichen wollen, dass wir auf jeden Fall definiert sind als an dieser Stelle x und in diesem Intervall Epsilon Strich. Ja. So, was wissen wir dann? Dann folgt nämlich daraus, dass nämlich x minus Epsilon Strich und x plus Epsilon Strich in I sind. Beide sind in I. Ja, daraus folgt natürlich, weil das Intervall i ist ja ein Intervall, folgt ja, dass das gesamte x minus Epsilon Strich bis x plus Epsilon Strich Teilmenge von i ist. Da wollte ich eigentlich hin. Ja, und das habe ich jetzt geschafft. Ja, so, jetzt weiß ich was. Aus der strengen Monotonie, ja, f ist streng monoton, weiß ich was. Das nämlich f von x minus Epsilon Strich kleiner f von x ist, das ist wieder auch echt kleiner f von x plus Epsilon Strich. Das weiß ich. Ja? Und ach ja, das hier ist ja genau mein Y. Das Y, um das sich hier alles dreht. Ich will die Stetigkeit in diesem Y zeigen. So, okay, jetzt habe ich das. Ja? Diese Abschätzung. Und jetzt wähle Delta größer 0. So, dass Folgendes gilt. Dass nämlich f von x minus Epsilon Strich echt kleiner ist als y minus Delta. Das ist echt kleiner y. Das ist echt kleiner y plus Delta. Und das ist echt kleiner f von x plus Epsilon Strich. So. Dieses Delta ist das Delta, was wir eben halt finden müssen für die Epsilon-Delta-Eigenschaft bei einer stetigen Funktion. Das Epsilon hier, das da, wurde uns ja gegeben und wir müssen ein Delta finden. Das Delta haben wir jetzt hier gefunden. Es ist so klein gewählt, dass eben halt Y minus Delta zwischen f von x minus Epsilon Strich ist und Y ist.
Ja, so, das Delta wählen wir an dieser Stelle so. Ja, wir können das natürlich. Warum? Weil hier ist genug Platz. Das ist ja echt kleiner. Also finde ich eben wie also ein Delta so, dass das da fein dazwischen passt. Mehr muss ich gar nicht haben. Jetzt weiß ich ja, dass f hoch minus 1 auch streng monoton ist. Ja, so, weil jetzt also auch die Umkehrfunktion streng monoton ist, steigend ist, streng monoton, steigend, ja, weiß ich jetzt, dass ich auf diese Ungleichungen, die hier stehen, auch die ganze die Umkehrfunktion anwenden kann. Ja, und was lese ich denn daraus? Dann lese ich ja daraus, dass x minus Epsilon Strich echt kleiner f hoch minus 1 von Y minus Delta sein muss. Das ist echt kleiner, das lasse ich an, f hoch minus 1 von Y, echt kleiner f hoch minus 1 von y plus Delta und das ist echt kleiner x plus Epsilon Strich ist. Ja, das habe ich jetzt nachgewiesen. Ja, so, okay. Was mich aber eigentlich interessiert ist, ist im Prinzip diese Abschätzung und diese Abschätzung. Ja, dieses hier ist eigentlich gar nicht mehr so spannend. Ja, warum? Weil ich ja jetzt mir ein Y wähle, ein Y-Strich wähle, sei also sei, hoppsa, nicht in Orange, das muss ja doch nicht sein, sei Y-Strich, ja, so gewählt mit dem Abstand von Y zu Y-Strich kleiner Delta. Beliebig. Ja. So. Wenn der Abstand zwischen Y und Y-Strich ja, kleiner ist als Delta, dann weiß ich ja, das ist hier irgendwo hier. Also von da bis da. Ja, hier ist Y minus Delta, das ist Y plus Delta. Also dieses Y-Strich schwebt also irgendwo hier zwischen diesen beiden Werten. Ja. So. Was weiß ich dann aber über den Funktionswert der Umkehrfunktion von Y-Strich? Daraus folgt natürlich, mit dem, was wir vorher hatten, dass der Funktionswert von f hoch minus 1 an der Stelle Y-Strich, der muss natürlich hier zwischen liegen. Der muss größer sein als f hoch minus 1 von Y minus Delta und der muss echt kleiner sein als f hoch minus 1 von Y plus Delta. Ja. So. Und darüber weiß ich wieder was. Da weiß ich nämlich, dass das hier x minus Epsilon Strich sozusagen, dass ich das so abschätzen kann. So. Ja. Und was habe ich jetzt gezeigt? Jetzt muss man das kurz überlegen, was man eigentlich gezeigt hat. Ja, also wir haben Folgendes. Ich blätter mal zurück und dann gucken wir uns das mal an. Wir haben Epsilon Größe 0 beliebig gewählt. Ja, haben ein bisschen rumgerechnet und haben dann gesagt, pass auf, gibt es so ein Delta, das hat schicke Eigenschaften. Für alle Epsilon Größe 0 gibt es also so ein Delta. So, und für alle Y, anderen Y-Werte, deren Abstand zu Y eben halt kleiner Delta ist, ja, da muss doch was gelten. Ne? Also wir erinnern uns an diese Epsilon-Delta-Eigenschaft. Ich muss jetzt zeigen, zu zeigen ist jetzt, dass der Abstand von f hoch minus 1 von Y Strich zu f hoch minus 1 von Y, der muss echt kleiner Epsilon sein. Das muss ich jetzt beweisen. Ja, und hab ich da jetzt einen Griff oder habe ich da jetzt keinen Griff dran? Das ist die Frage. Und jetzt hier steht das da, f hoch minus 1 von y Strich, da habe ich eine Abschätzung. Ja, und jetzt steht hier, das ist x minus Epsilon Strich und x plus Epsilon Strich. So, was weiß ich denn jetzt also? Also das Rote, wie gesagt, ist das, was ich zeigen muss. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist nochmal x? X, da blätter ich mal einfach mal zurück. Was haben wir denn da? Wir haben diese Eigenschaft. Ja, das heißt, ja, x ist, wenn ich mir das angucke, dann ist x nichts anderes als f hoch minus 1 von y.
Ja, das habe ich ganz vorne auch so gewählt. Ja. So, also, das ist cool, weil dann weiß ich, also aus diesem weiß ich, dass also f hoch minus 1 von y minus epsilon Strich, das ist echt kleiner f hoch minus 1 von y Strich, ist echt kleiner f hoch minus 1 von y plus epsilon Strich. Toll. So, das bedeutet, der Abstand von f hoch minus 1 von y Strich zu f hoch minus 1 von y, der ist kleiner gleich, also echt kleiner, hoppla, echt kleiner epsilon Strich, zeigen sollte ich epsilon. Zum Glück haben wir das epsilon Strich nicht irgendwie gewählt, sondern haben gesagt, das ist das Minimum vom epsilon und r. Was ich also auf jeden Fall weiß, dass epsilon Strich ist kleiner gleich epsilon. Und damit ist alles gezeigt, denn ich habe jetzt hier diesen Ausdruck echt kleiner epsilon abgeschätzt. Und damit ist alles gut. Ja. So, am Ende wurde es dann richtig knifflig. Ja. Man hat also irgendwie dann auch vielleicht auch ein bisschen den Überblick verloren, was wie wo was zusammengehört. Aber im Endeffekt haben wir alles zusammengepuzzelt bekommen. Ne. Man muss sich genau überlegen, was man da eigentlich alles weiß, ja, und wie wir das hier zusammengesetzt haben. Ja. Essentiell ist natürlich, dass wir hier ausgenutzt haben, dass diese Funktionen streng monoton sind, ja, und dass wir diese Stetigkeit auch hatten. Ne? Nur deswegen hatten wir auch dieses Delta gefunden. Ne? Also die Stetigkeit geht jetzt hier nicht ein um das mit einer Epsilon-Delta-Eigenschaft von f, sondern die geht hier ein, weil wir den Zwischenwertsatz haben, ne? Weil also diese Zwischenwerte alle gelten. Okay, knifflige Sache das und ich hoffe, es hat geholfen.